Heute lassen wir mal die Sau raus. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Stay Hungry Fast Food Review. Mein Name ist Matthias und hier gibt's YouTubes beste Food Reviews. Ich bin heute für euch bei Subway in Ansbach, um da mal was klarzustellen. Subway hat, wie ihr hier seht, eine Werbung geschaltet, in der Subway behauptet, Streetfood-Geschmack auch ohne Truck. Ja, dazu gehört das Pastrami Melt, das seht ihr hier. Und dazu gehört aber auch das Pulled Pork, das seht ihr auch hier. Ich habe mir gedacht, ich fahre mal dahin und check das mal aus, ob das wirklich so ist, dass das Streetfood-Geschmack ohne Truck ist. Für das Pastrami Melt habe ich 3,86 € bezahlt und für das Pulled Pork auch 3,86 €. Große Cola, immer schön das Logo zeigen. Und natürlich, wenn man bei Subway ist, was muss man sich mitbestellen? Einen Cookie. Wer liebt Cookies mehr als das Cookie Monster? Cookie! Am, nam, 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 nam. Nur ich. Kekse, 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 Kekse. Das Ganze hat mich dann 10,02 € gekostet. Ich habe versucht, das Ganze so zu bestellen, wie man es auf dem Bild auch sieht. Das ist das Pulled Pork Sandwich von Subway. Wir haben ein getoastetes Sesambrot und dann, oh wow, das ist ein Haufen Barbecue-Soße. Wir haben ganz normal Salat, Tomaten, Salatgurken. Ich hasse Salatgurken. Ich weiß nicht warum, aber das ist für mich einfach ein Gemüse, das überhaupt nicht geht. Mögt ihr Salatgurken? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Zwiebeln, Paprika, Oliven, Jalapeno und natürlich die guten alten Gewürzgurken. Man sieht das Pulled Pork gar nicht so gut. Ah ja, hier ist ein Stück. Dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Erster Bissen ist ganz gut. Ich mach gleich nochmal einen. Ja, also, wir haben viel Barbecue-Soße, aber das ist okay, weil für das Pulled Pork braucht man einfach viel Barbecue-Soße, meiner Meinung nach, sonst ist das einfach zu trocken. Die Zwiebeln schmecken mal gut raus, die Gewürzgurken schmecken mal gut raus. Was auch gut durchkommt, sind die Jalapenos, die etwas scharf sind, aber das ist wirklich eine gute Schärfe. Also das ist echt ein gutes Sandwich. Das muss man ohne zu mosern hier zugeben. Pulled Pork ist ja, wie der Name schon sagt, vom Schwein. Ist ganz zart gerupftes Fleisch, das eine Garzeit von 8 Stunden hat. Also es ist eigentlich wirklich butterweich im Mund. Das kommt hier ganz gut rüber bei dem Subway Sandwich. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das andere an. Pastrami Melt. Das riecht gut. Das riecht leicht pfeffrig. Auch hier habe ich versucht, das Ganze so zu bestellen wie auf dem Bild. Schauen wir mal auf. Oh wow. Hier sieht man schön die Pastrami. Den geschmolzenen Käse. Senf, ein Haufen Gewürzgurken und eben das getoastete Sub. Pastrami hat eine schöne Pfefferkruste. Ich weiß nicht, ob man es hier gut sehen kann. Hier sieht man ein bisschen was. Und es riecht wirklich sehr, sehr geil. Hauen wir auch da mal rein. Ist echt ein Haufen Fleisch. Und hier kann ich sogar nach dem ersten Bissen sagen, dass es echt geil schmeckt. Die Pastrami ist wirklich total zart und leicht pfeffrig, so wie es sein soll. Der Senf dazu passt wie die Faust aufs Auge und die Gewürzgurken auch wie Arsch auf Eimer. Also das ist echt richtig, richtig gut. Auch der geschmolzene Käse kommt sehr, sehr gut rüber bei dem ganzen Ding. Pastrami ist ganz fein geschnittenes, geräuchertes Rindfleisch und hat eigentlich immer so eine Pfefferkruste außenrum. Hier haben wir noch mal beide. Kommen wir zur Bewertung. Ich tue mir ein bisschen schwer gerade. Ich bin ja hier angetreten, um euch zu sagen, was jetzt besser ist. Street Food, also wirklich vom Truck oder eben die Subs von Subway. Preislich gesehen nimmt sich's auch wirklich nicht viel.
Nichtsdestotrotz müssen wir ja jetzt hier das Ganze mal bewerten und mal sagen, was jetzt hier Phase ist. Das Pulled Pork Sandwich ist gut. Ist wirklich gut von Subway. Ich gebe den Pulled Pork Sandwich von Subway 3 Bärte. 1, 2, 3. Wie gesagt, es ist gut, aber im Vergleich zu einem Foodtruck ist es eben halt dann aber keine 4 Bärte. Kommen wir zum Pastrami Melt. Das Pastrami Melt bekommt von mir 3 Bärte. 1, 2, 3. Auch hier wie beim Pulled Pork. Es ist ein gutes Sandwich, aber im Vergleich zu einem Foodtruck keine 4 Bärte. Es ist aber wirklich eins, wo ich sagen würde, das würde ich mir sofort wieder kaufen. Das Gute an der Geschichte ist, Pulled Pork bleibt jetzt für immer im Sortiment bei Subway. Das Pastrami Melt ist nur für kurze Zeit da. Kommen wir zur Preis-Leistung, also was kann es und was kostet es? 3,86 Euro für ein halbes Sub ist echt ein Hammer, finde ich. Also ja, Rindfleisch ist teuer und Pulled Pork ist auch teuer. Aber es ist immer noch eine Fastfood-Kette, also ein bisschen weniger, also 3,50 oder sowas, fände ich irgendwie gerechtfertigter. Was denkt ihr? Schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr für so ein Sandwich bezahlen würdet bei Subway. Wenn euch das gefällt, was ich mache, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, ihr wisst ja, da unten, teilt es allen euren Freunden mit. Ihr findet mich natürlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal, bis dann mal, stay hungry. Ich fühle mich leicht beobachtet. Ach,